die Pferde raus, es geht ab in die Super Bowl, nochmal 10 Minuten alles geben, Startplatz rausfahren. Es ist eine Affenhitze heute, es hat über 30 Grad, eine richtige Belastung für Mensch und Maschine. Und wie sie alle da draußen zurechtkommen, das haben wir für euch nachgefragt. Haut nah! Das ist ziemlich komisch, also draußen läuft gerade die Super Bowl. Matthäus Mürz gibt hier in der Boxengasse Autogramme. Komisch, letztes Mal am Nürburgring nach dem Qualifying war er auf Startplatz 1. Wir fragen mal nach, was abgeht. In Qualifying first I damaged the engine, or just the engine stopped, and I did only 2 laps. And in Qualifying 2, new engine just doesn't work well. Good luck for tonight. Danke. Sau geile Zeit gleich gefahren, die anderen eiern noch rum, aber du bist dir sicher, dass das jetzt bleibt, die Pole Position? Ja, du kannst mit dem Qualifier nur, du hast die erste Runde, bei der zweiten Runde merkst du schon, dass der Qualifier nachlässt. Und ich habe meine erste Runde perfekt hinbekommen, 24-0, ich wollte gerne 23-9 fahren, aber ich bin trotzdem happy damit. Javi, you are the first time on this track, how do you like it? Yeah, it's a good chance for me, because it's the first time for me in this circuit, in this model of circuit. It's not easy to go fast there, but I push step by step and I think that for the race I have a good setup. Good luck. Thank you. Bye. Ja, war ganz in Ordnung. Wir machen unser Bestes oder ich gebe mein Bestes und das, was rauskommt, kommt raus. Ich kann es eh nicht ändern und schauen wir, wie heute das Rennen verläuft. Also Samstag Rennen, ich hoffe, dass die Temperatur vielleicht ein bisschen nachlässt. Über 18 Runden ein Schleit wird sicher nicht so einfach werden. Werden wir sehen, was das Rennen bringt heute. Dann viel Glück. Danke. Markus Reiterberger. Und was denkst du, kannst du bei den Ducatis dranbleiben heute Abend? Ja, also wir haben eine gute Rennabstimmung gefunden. Das Bike funktioniert tadellos, also ich fühle mich gut. Und wir werden dann sehen, wie das Wetter wird und es wird ganz ein langes Rennen. Aber ich denke, dass ich schon mitfahre mit denen. Ja, es wird alles brutal heiß. Das Motorrad, Wassertemperatur, Reifen, Fahrwerk, ist alles am Glühen. Und der Fahrer natürlich auch. Ja, wir werden sehen, wer da am besten zurechtkommt damit. Dann viel Glück für nachher. Danke.